Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, ich bin immer noch nicht in meinem Zockerzimmer in der neuen Wohnung. Das klappt immer noch nicht, da ist immer noch Baustelle, da muss immer noch die Treppe gemacht werden. Die Treppe ist da, der Handwerker aber nicht, meldet sich nicht und somit verschiebt sich das und verschiebt sich das und verschiebt sich das und verschiebt sich das. Und das kotzt mich tierisch an. Aber ich habe ja das Glück, dass meine Eltern unter mir wohnen und ja, hier stehen zwei leere Kinderzimmer rum. Und ich habe jetzt mit meinen Eltern abgesprochen, dass ich mich zumindest in einem der Kinderzimmer einrichten kann. Und ja, das habe ich jetzt gemacht, damit ich euch einfach weiterhin mit Videos versorgen kann. So sind wir nicht angewiesen auf den Handwerker. Heißt für mich natürlich auch, ich muss das Ganze später wieder abbauen. Wenn denn mein Zockerzimmer oben in der Wohnung steht. Aber ja, was soll man denn machen, ne? So, und ich habe mir jetzt hier ein paar Sachen schon mal aufgestellt. Hier stand noch ein alter Röhrenfernseher, passt ja dann. Ich habe hier meinen LED-Fernseher hingestellt, daran meinen PC angeschlossen und ja, habe so ähnliche Verhältnisse wie halt vor dem Umzug. Ja, und ja, ich will euch natürlich mit einem Video versorgen und heute gucken wir uns aber kein Gameplay an oder so, sondern ich mache ein kleines Tutorial-Video für euch. Viele haben mich ja gefragt, Andi, wie nimmst du überhaupt Retro-Games auf? Und da ich das Ganze jetzt ja eh anschließen muss, habe ich mir gedacht, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, schließe meine Geräte hier an und zeige euch nebenbei im Video, wie das denn alles funktioniert. Und vielleicht gefällt dem einen oder anderen die Methode, wie ich das mache, und er sagt sich, hey, so wie Andi das macht, will ich das auch machen, weil es ist wirklich sehr einfach. Ja, und deshalb stelle ich euch heute im Video ein Gerät vor von Haupark, glaube ich, so nennen die sich, Haupage, keine Ahnung, kann den Namen eh nicht aussprechen. Das Gerät heißt WinTV VHR 1900, so sieht das schmucke Ding aus, mit dem ich meine ganzen Retro-Konsolen aufnehme. Funktioniert 1A, kostet momentan bei Amazon 83 Euro neu, ist natürlich ein heftiger Preis, kann man oder muss man dazu sagen. Gibt wahrscheinlich auch andere Geräte. Ich mache es hiermit. Ich habe mir das Ding damals mal bei Haupark als Testversion bestellt und ich bin super zufrieden damit, hochzufrieden. Ich verlinke euch mal den Link von Amazon in die Beschreibung und verlinke euch auch mal, Vorsicht, hier kommt jetzt ein Flugzeug, wir wohnen jetzt nämlich genau unter einer Flugzeug Luftlinie, deshalb wenn Geräusche kommen, das sind die Flieger, die hier über uns durchwehen, egal. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch mal in die Videobeschreibung den Link zu Amazon, zu diesem schmucken Gerät hier, wer will, wer Bock hat, kann sich das Ding ja kaufen, wenn ihm das Video zusagt, wie gesagt, neu, 83 Euro, gebraucht kostet es bei Amazon 60 Euro. Und ich verlinke euch mal einen Link zu NextGam, wo ich das Ganze mal in einem Textartikel verfasst habe, wo ich meine Eindrücke verfasst habe, und wer will, kann sich da auch nochmal alles gründlich und genau durchlesen. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch, wie man das Ding hier anschließt, was da alles dabei ist. Es gibt eine Software, eine Videoschneide-Aufnehm-Software dafür. Die liegt dem Gerät bei, aber die ist scheiße. Die kann man total in die Tonne kloppen. Bei mir funktioniert sie nicht. Deshalb mache ich das Ganze mit Magix. Magix muss man sich natürlich ja dann anderweitig besorgen, wenn man es nicht zufällig hat. Aber ich habe gehört, dass auch andere Videoverarbeitungsprogramme auch mit diesem Gerät hier klarkommen. Ich zeige euch das in meinem Beispiel, wie gesagt, mit dem Magix Video Maker. Müsste aber mit anderen gleichen oder ähnlichen Videoprogramm auch funktionieren. Dazu müsst ihr euch ein Kabel kaufen, um die Retro-Konsolen aufzunehmen, weil das Ding hier ist eigentlich dafür gedacht, VHS-Kassetten zu überspielen. Das ist eigentlich so ein VHS-Aufnahmegerät. Das hat also nichts Direktes mit Gaming zu tun. Ihr müsst euch nämlich ein Composite-Kabel kaufen, also sprich Composite zu Composite, damit meine ich dieses hier. So ein Kabel müsst ihr euch noch holen. Kostenpunkt bei Amazon gerade neu 3,38 Euro. Kann man also verschmerzen, wenn man also dieses Ding hat, dieses Kabel für 3,38 Euro. Und das Gerät kann man mit Video Capture loslegen. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich nehme die Kamera einfach mal mit und dann zeige ich euch, wie man das Ganze anschließt. Seid gespannt. Neben dem Haupark WinTV HVR 1900 braucht ihr, wie schon gesagt, das Composite-Kabel,
Dazu wäre natürlich ein Computer, ein PC oder ein Laptop ganz gut, denn da wird das Ganze angeschlossen. Außerdem braucht ihr eine Retro-Konsole. Ich habe hier in diesem Beispiel einfach mal einen GameCube dazugestellt. Ja, und dann braucht ihr entweder einen oder am besten zwei Fernseher. Wir haben hier meinen Retro-TV und da wird dann der GameCube angeschlossen. Aber wenn ihr natürlich nur einen Fernseher habt, ist das Ganze auch nicht schlimm. Dann schließt ihr einfach alles an einen an. Ja, und dann braucht ihr einen Fernseher bzw. einen PC-Monitor. Dadurch, dass ich keinen PC-Monitor habe, habe ich hier meinen 32 Zoll HDTV drangestellt, wo auch gerade Audacity und mein Videobearbeitungsprogramm dranhängen. Ja, und das sind also die Komponenten. Einmal ein PC mit Bildschirm, einmal ein Fernseher und einmal eine Retro-Konsole. Und natürlich hier unten das Capture-Gerät. Und wie dieses Capture-Gerät an den PC und an die Konsole geschlossen wird, zeige ich euch jetzt. So, wichtig ist, dass wir erstmal alles richtig anschließen. Wenn ihr das Ganze neu kauft, bei Amazon zum Beispiel, liegt auch eine Fernbedienung dabei. Die habe ich jetzt bei mir verschlammt, weil ich sie fürs Capturen von Videospielen einfach nicht brauche. Wenn ihr damit natürlich irgendwie Kabelfernsehen oder VHS-Kassetten aufnehmen wollt, dann wäre das schon ganz sinnvoll, die Fernbedienung nicht wegzuschmeißen oder zu verschlampen, wie ich das gemacht habe. Ja, wir haben hier, wie gesagt, das... Muss ich gucken, wo die Kamera ist. Das Grundgerüst und an dieses wird alles angeschlossen. Wir haben hier einmal ein Stromkabel. Das schließen wir jetzt einfach mal an das Gerät. Und zwar in den dafür vorgesehenen Anschluss. Und ganz wichtig, das USB-Kabel. Ein Ende kommt später in den PC. Und zwar... Dieses hier, das ist das Kabel, was in den PC kommt und das Ende davon, das schließen wir jetzt erstmal hier an. So. Wie ihr seht, das war auch schon fast die halbe Miete. Wir haben hier das USB-Kabel angeschlossen und hier das Stromkabel. Die zwei Anschlüsse für das TV-Kabel brauchen wir erstmal nicht zu beachten. Auf der Vorderseite haben wir hier den Composite-Eingang und einen S-Video-Eingang. Wenn ihr natürlich ein Kabel besitzt, das S-Video-Eingang bietet oder Ausgang, dann könnt ihr das gerne hier anschließen, aber wir kümmern uns heute um den Composite-Eingang hier hinten. Dafür nehmen wir das vorhandene Composite-Kabel hier im Bild und schließen das hier den Farben nach an das Gerät. Das war's im Endeffekt. So sieht dann die Standardausstattung für eure Aufnehmsessions aus. Wir haben das Hauptprogramm WinTV, ein USB-Kabel, ein Stromkabel und ein Composite-Kabel. Und das alles wird jetzt separat an Fernseher und an den PC geschlossen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir haben also das angeschlossene Gerät mit dem ganzen Kabelsalat. Dazu steht jetzt hier mein Rechner und der Anschluss erfolgt wie folgt. Wir nehmen das USB-Kabel, was ich ja an das Gerät angeschlossen habe, und das andere Ende des USB-Kabels, dieses hier, das wird dann an einen freien USB-Port am PC angeschlossen. Damit ist der Anschluss am PC auch schon soweit erledigt. Wie gehabt, müssen wir natürlich noch Strom haben, das heißt, dieses Ding hier kommt in einen Stromanschluss und das Composite-Kabel kommt dann in die jeweilige Konsole. Bei mir ist es der GameCube, der ist mit einem RGB-Kabel angeschlossen und dieses Teil stöpsel ich jetzt in die Schnittstelle zur Video- und Audioausgabe. Ihr seht also, wenn man das Gerät richtig verbunden hat, ich habe es jetzt bei mir auf den PC gelegt, hier
steckt es im USB-Port des Computers. Das Composite-Kabel steckt am anderen Ende hier im Anschluss des Nintendo GameCube RGB-Kabels und der Stromadapter steckt da hinten im Stromadapter. Das war's auch schon. Wenn man das gemacht hat, dann kann man auch schon den Röhren-TV oder halt seinen eigenen TV anmachen und loslegen. So, wenn ihr jetzt das WinTV VHR 1900 richtig am PC eingestellt habt, müsstet ihr jetzt folgendes Bild haben. Links haben wir den PC bzw. meinen Monitor, der mit meinem Magix Video Programm schon ausgestattet ist. Ich habe das Programm gerade geöffnet, aber nur geöffnet, sonst nichts gemacht. Und rechts haben wir den Spielebildschirm vom GameCube. Das Menü hier ist der GameCube Controller. Ich habe ihn gerade in der Hand und kann hier also ganz normal im Menü umhergehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Hulk eingelegt, das seht ihr hier, und könnte jetzt quasi mit Start Hulk starten, aber das mache ich ja nicht. Ich will ja auch die Aufnahme haben, deshalb gehe ich jetzt hier vorne an meinem PC hin und öffne jetzt mal den Aufnahme- oder starte den Aufnahmeprozess. Ich habe jetzt hier auf Aufzeichnen geklickt, auf den Record-Button, und jetzt erscheint ein neues Fenster, wie ihr seht. In diesem Fenster können wir ein paar Menüpunkte auswählen. Mit dem WinTV VHR 1900, was für ein Name, funktioniert nur folgender Menüpunkt, und zwar Video. Dieser hier, nur dieser funktioniert. Also auf die VHS-Kassette klicken und schon wird hier das Hauptborg HVR erkannt. Und wir haben hier auch schon den Bildschirm, der auch wirklich im Röhren-TV angezeigt wird. Ja, und es gibt hier noch vier verschiedene Menüpunkte in diesem Aufnahmefenster, auf die möchte ich nochmal kurz eingehen. Hier oben, Punkt 1, ist der Videotreiber. Hier ist der HPOG VHR, HVR schon eingestellt, wird also, wenn man es richtig gemacht hat, vom PC auch sofort erkannt. Genauso beim Audiotreiber, heißt also Video und Audio wird mitgeschnitten. Dann Punkt 2 ist die Videodatei. Hier wird dann, hier steht dann, wie die Datei heißen wird und wo sie gespeichert wird, in welchem Ordner. Das alles könnt ihr natürlich bearbeiten. Und Punkt 3, ganz wichtig, ist die Auflösung des Videos. Ich habe viel damit rumexperimentiert und habe mich dann im Endeffekt für die Auflösung 720x576p entschieden. Ist am besten, meines Erachtens nach, und hat das beste Bild. Es ist nicht so scharf, nicht so kantig, nicht so grob. Passt alles. Wichtig ist, dass bei Retro-Konsolen ich hingehe und im Seitenverhältnis nur 4:3 aufnehme, nicht mehr. 16:9 wirkt dann tatsächlich zu gestreckt, zu, ja, wie soll ich sagen, zu matschig. 4:3 passt da wohl eher. Punkt 4 können wir völlig vernachlässigen. Wichtig ist, ich mache hier bei der Vorschau immer den Haken aus dem Audio. Weil mir reicht es, wenn da Audio herauskommt, da muss ich es dann nicht wirklich haben. Ja, und wenn alles soweit passt, kann ich hier nur noch auf den Aufnahme-Button klicken und schon läuft das Ganze am PC mit. Und jetzt kann ich hier auch einfach das Spiel starten, indem ich auf Start drücke. Und ihr seht hier ganz schön, dass auch wirklich alles parallel funktioniert. Ich habe jetzt mal ganz bewusst auf das Aufzeichnen der PC-Anzeige des PC-Bildschirms verzichtet, weil ich euch hier, wie gesagt, zeigen wollte, dass das alles tatsächlich parallel funktioniert und läuft. Hier seht ihr einmal das Bild rechts im Röhren-TV vom GameCube und einmal links dann die Aufzeichnung, die dann das WinTV von HPOG bewerkstelligt. Ja, ich denke mal, wir gehen ein bisschen ins Spiel rein, gucken uns ein bisschen Gameplay an und dann können wir mal gucken, wie das denn alles ausschaut bei Hulk. Ich drücke jetzt mal die ganzen Bildschirme hier weg. Wir sind jetzt hier im Startbildschirm. Okay, New Game, Normal. Und los geht's. Sobald ich aufgezeichnet habe, werde ich aber trotz allem dann voll auf den PC-Bildschirm schalten, damit wir ganz genau gucken können, wie denn die Aufnahmequalität geworden ist. Das hier dient ja tatsächlich nur dem Beweis, dass auch alles wirklich reibungslos und parallel funktioniert. Das breche ich alles mal ab. Auch abbrechen.
damit ich endlich mal ins Spiel komme. So, und hier bin ich tatsächlich im Spiel. Ich kann mit Hulk laufen, mich bewegen. Dadurch, dass ich halt mit der Kamera abfilme, ist die Qualität vor allem rechts am Röhrenfernseher eher bescheiden. Aber ich denke mal, hier kann man trotzdem erkennen, dass alles tatsächlich parallel mitläuft und wirklich, wirklich gut funktioniert. Hier kann ich also alles zerstören und mich tatsächlich auf das Gameplay am Fernseher fokussieren und kann dann nur mal hin und wieder links auf den PC gucken, um zu sehen, okay, läuft er noch mit, hat er Fehler, läuft alles reibungslos und so weiter und so fort. Ja, ich pausiere hier mal ganz kurz an dieser Stelle, breche mal die Aufnahme ab, hier indem ich auf den Stopp-Taste klicke. Und werde dann mal das Bild ändern und wir sehen uns gleich im Hauptbildschirm des PCs wieder. Habt ihr dann soweit alles aufgenommen und seid mit der Aufnahme auch zufrieden, könnt ihr hier nur noch auf den OK-Button klicken und schon haben wir hier auch das Video. Kann man schön vergrößern und uns das mal angucken. Wie ihr seht, hat alles wunderbar funktioniert. Hier kann man noch den Sound anpassen, der wird hier mit aufgenommen. Wenn es einem also zu laut oder zu leise ist, kann man das schön ändern. Damit ich nicht übertönt werde mit meiner wohlklingenden Stimme, werde ich das Ganze mal ein bisschen nach unten korrigieren und euch hier einfach mal ein bisschen was zeigen. Wie ihr seht, ist die Aufnahme wirklich genial gelungen. Alles reibungslos, ohne jegliche Fehler oder. Super, super, super cool. Wenn euch der Ausschnitt hier zu klein ist und ihr die Ränder entfernt haben wollt, könnt ihr das mit Magix natürlich auch machen. Magix ist ja ein recht universales Programm. Mir gefällt das sehr gut, weil man damit tatsächlich wirklich alles machen kann. Man kann damit bearbeiten, schneiden, unterlegen, mit Effekten ausstatten. Alles, was denn das liebe Gamer-Herz so alles begehrt. Ja, und hier, wie gesagt, mal der Beweis, dass das alles wirklich wunderbar funktioniert. Und ja, ich finde auch, die Qualität kann wirklich überzeugen. Wenn ich jetzt hier mal im Spiel bin, kann es ja auch noch ein bisschen größer machen. So, damit ihr mal ein bisschen mehr von seht. Zack. Ne? Also wie ihr seht, alles 1A. Wirklich parallel mitgelaufen zum Gameplay, ohne Ruckler, ohne Verzögerung, ohne gar nichts. Sound ist synchron zum Bild. Somit kann ich das Hapok WinTV HVR 1900 wirklich jedem empfehlen, der Wert drauf legt, gutes Gameplay aufzunehmen von den Retro-Konsolen. Näheres dazu findet ihr in meinen Links. Wenn ihr Fragen zum Programm, zur Hardware oder zu Gott weiß was habt, dann könnt ihr mir ruhig schreiben unter die Kommentare oder wie auch immer. Das war's jetzt hier erstmal von mir. Ich werde noch ein bisschen was Hulk zocken und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Alles Gute, adios und bye bye.